Hallo und herzlich willkommen zu Christmas Vlog Teil 3. Ja, jetzt ist der zweite Advent heute. Heute fahre ich zu meinen Eltern und bastel. Ich habe versucht, echt, dass ich den Christmas Vlog ein bisschen kürzer mache, aber es hat mir einfach wieder nicht hingehauen, weil es einfach lauter verschiedene Sachen waren, die ich eh schon sehr gekürzt habe, aber es ging einfach nicht anders. Ich glaube, ich rede einfach zu viel. Ich muss versuchen, ein bisschen weniger zu reden. Genau, damit fangen wir gleich an. Ich fahre heute zu meinen Eltern runter, da basteln wir Knetseife. Ich mit meinem Bruder und meinem Neffen, weil die wollen das als Geschenk verwenden. Genau, und da nehme ich euch da natürlich ein bisschen mit und schaue, dass ich euch dann das Rezept auch für die Knetseife unten verlinke. Natürlich super schön für Kinder jetzt, wo sie eh weniger zu tun haben und eher Ferien und was weiß ich. Und wir fangen jetzt gleich an mit den Adventskalendern. Denn heute ist natürlich Nikolaus und das war alles in den Adventskalendern drin. Wir fangen mal an. Wir haben im Degusterbox Adventskalender, mega lecker, Lonka Crunchy Fudge Peanuts mit Milchschokolade. Aber die werde ich heute noch nicht essen, die bleiben noch zu. Gestern schon so gesündigt. Dann einmal im Look Fantastic Adventskalender die Philip Kingsley Elastic Kaiser Therapy Deep Conditioning Treatment. Genau, also so ein Conditioner, der nach Zimt und Orange, denke ich mal, riechen soll. Ich riech mal dran. Ja, da riecht man jetzt so tatsächlich nicht viel. Wahrscheinlich erst, wenn man es verwendet, aber ich will es jetzt nicht rausdrücken. So, im DM Bio Adventskalender hatten wir einen Schokololli Weihnachtsmann. Oh, da freue ich mich. Den werde ich auf jeden Fall gleich essen. Ich habe eh schon genug zum Essen. Dann im Flaconi Adventskalender den Eyeliner von L'Oreal. Meine Freundin hat den gleichen, hat mir schon geschrieben, wann soll sie denn den verwenden? Da habe ich gesagt, ja, Weihnachten, Halloween, Fasching geht's auf jeden Fall. Also ich werde Weihnachten einen Look damit schminken und habe gesagt, ich schicke ein Foto davon. Dann im Sephora Adventskalender mega cool das Pixi Retinol Tonic. Freue ich mich sehr darüber. Dann einmal im Goodie Box Adventskalender hatten wir von Fix & Rouge den Pore Detox Renew & Refine, das Serum. Dann lose hatte ich leider wieder nichts. Natürlich wieder eine Schokolade. Das ist auch der Nikolaus, denke ich mal. Im Edeka Adventskalender, glaube ich, war das... Nein, das war im Aldi Adventskalender, hatten wir zwei solche Kugeln drin. Genau, zwei solche Kugeln. Und einen... 5-Euro-Gutschein, sehr schön. Im Edeka Lindt Adventskalender hatten wir einen Schoko-Nikolaus. Also das werde ich alles gleich essen, deswegen esse ich auch das nicht, weil sonst wird es zu viel. Und einen, ja, 2,50-Euro-Gutschein. Dann, da hatte ich leider wieder nichts, habe ich eh schon gesagt. Ikea hatte ich auch zwei solche Kugeln drin, wie wenn sich Aldi und Ikea abgesprochen hätten. Und auch einen Gutschein, da steht aber nichts drauf. Das erfährt man tatsächlich erst, wenn man bei Ikea ist und eingekauft hat. Was ich gar nicht, das finde ich irgendwie cool. Und dann habe ich einmal, im Glossybox Adventskalender diese Babor-Ampullen drin gehabt. Mega cool, freue ich mich. Und ich muss sagen, heute eindeutig mein Favoritenprodukt ist diese süße Dose, die war im Schmückerbox Adventskalender drin. Steht drauf, admit, we've all hidden our favorite food from our family at least once. Genau, also man soll es zugeben, wir haben alle schon mal das Essen vor unserer Familie versteckt. Und ja, das habe ich. Wer mit drei Geschwistern aufwächst, der weiß warum. Und das war's auf jeden Fall. Wir sehen uns dann bei meiner Mama wieder. Das Haar, das steht irgendwie weg, aber ich bekomme es nicht runter. Das nervt mich ein bisschen. Jetzt. Wir sehen uns dann auf jeden Fall und ich nehme euch mit. Ich hoffe, ihr freut euch. Bis später. So, wir machen jetzt Knetseife. Das brauchen wir alles. 2 Esslöffel Duschgel, 2 Esslöffel Speiseöl. Ich mache aber mehr davon. Speisestärke 4 Esslöffel, eine Prise Salz, gelbe Lebensmittelfarbe oder je nachdem eine andere. So, wir haben jetzt die genommen. Und hautverträgliches Glitzerpuder, da habe ich das genommen, was ich damals auch für meinen Glitzer-Look hergenommen habe. Genau. Und das haben wir jetzt alles hier und das werden wir jetzt vermischen. Ich habe jetzt 3 verschiedene Schüsseln, mit denen ich 3 verschiedene Farben mache. Ich glaube, 3 reichen. Nein, da ja dumm was. Da. Nein. Halt. Nein. Nein.
So, so sieht das Ganze jetzt aus. Meine Mama beschriftet und macht eine Schleife drumherum. Wir haben das in so Frischhaltefolien rein. Genau, Zipbeutel, damit wir das wieder zumachen können dann. Duften auf jeden Fall gut. Wir haben noch Glitzer reingetan. Die finde ich sehr schön. Da will ich eins. Da habe ich eher weniger Glitzer reingetan und da ist dann etwas mehr drin. Ja, genau. Und die Badesterne, die waren zu groß, die haben wir draußen gelassen. Das sind so riesen Badesterne. Dafür bekommt ihr meinen Neffe zum Baden. So, jetzt sind wir fertig. 39 Seifen sind es insgesamt geworden. Haben wir extra draufgeschrieben, dass sie ja nicht mit Plätzchen verwechselt wird. Und gegessen wird. Die sind richtig schön samtig, wenn man drüber fährt. Jetzt nicht mehr. Und die sind eben für Freunde, Familie, in der Schule für Betreuer und so weiter, weil einfach Seife gerade jeder brauchen kann. Und das ist natürlich eine tolle Idee. Oder nicht? Ja. Genau. Aus, wir haben ja jedes Jahr diesen, diesen Christkindlmarkt und die haben dann einfach gesagt, die tun aus ein paar Ständen Sachen zusammensammeln, die sie in eine Box packen können und verkaufen können. Also ich glaube, die hat 30 Euro gekostet, 29 Euro und es ist natürlich auch zur Unterstützung. Deswegen haben wir das auf jeden Fall. Also ich habe eine gekauft, mein Papa hat zwei gekauft, weil das unterstützen wir natürlich gerne, weil das natürlich auch Geschäfte in unserer Nähe sind und die wollen wir natürlich auch unterstützen. So. Und ich muss das jetzt aufmachen, weil ich will mir unbedingt die etwas, was darin ist, machen. Wenn ich es aufbekomme. So sieht das Ganze aus. Ach, mega cool. So, ich zeige es euch einmal. Also hier steht Reise durch den Mitterfelser Christkindlmarkt. Anleitungen, Zubereitungsweise, Gutscheine und was ihr sonst noch alles über unseren Christkindlmarkt wissen solltet. Dass das so eine kleine Broschüre ist dabei. Finde ich natürlich auch toll. Dann hätte es einmal entweder mit Kinderpunsch oder mit Glühwein gegeben oder mit Glühwein und Kinderpunsch, je nachdem, was man will. Wir haben natürlich zweimal Glühwein genommen. Das ist von Gärtner Glühwein seit 1893, genau. Und zwar haben wir da zwei volle Flaschen, natürlich. Da freue ich mich schon drauf. Dann gab es dazu passend natürlich unsere Mitterfelser Christkindlmarkt-Tassen. Okay, ist das Dreck oder was ist das? Hm, da ist ein Kleber drauf. Okay, ist jetzt nicht schlimm, den mache ich später weg. Oh, die ist mega schön. Genau, bei uns veranstaltet es eben der Skiclub, deswegen ist der da auch mit drauf. Passend natürlich zu dem Glühwein. Zwei von diesen Tassen. Nichts geht über so Christkindlmarkt-Tassen. Dann gibt es jedes Jahr einen Bonbon-Stand und da kaufen wir tatsächlich auch jedes Jahr was. Da waren eben so Himbeerherzen drin. Mega lecker. Dann gibt es einmal einen, hier gibt es einmal einen Gutschein für Christbäume. Das macht tatsächlich ein Kollege von mir und meinem Papa. Der arbeitet auch im Rettungsdienst und macht das eben im Winter immer nebenbei. Dann einmal von einem Kaffee in diesem Ort haben wir einen Lebkuchen, auch mega lecker. Dann einen wunderschönen Christbaumanhänger mit dem Ort drauf, wo das eben ist. Und natürlich, was nicht fehlen darf, den gibt es natürlich auch jedes Jahr bei uns, den Maronenstand. Da haben wir eine Tüte voller Maronen. Ja, ah ja, hier liegen noch zwei. Tun wir natürlich noch raus. Genau, und das alles hat man eben für, wie viel habe ich jetzt gesagt, 29 Euro bekommen. Das finde ich in Ordnung. Und wie gesagt, wir unterstützen damit die Geschäfte, die dieses Jahr das eben nicht machen konnten. Und ich finde es eine tolle Idee. Ich finde es eine tolle Idee, weil viele nörgeln rum. Ja, zu Recht tatsächlich. Wenn ich jetzt ein Geschäft habe und muss zumachen, wäre ich wahrscheinlich auch nicht anders. Ich gebe es zu. Aber ich finde das eine gute Lösung. Ich meine, alles wird es nicht wettmachen, was man an Gewinn machen hätte können. Aber ich finde es trotzdem eine tolle Idee. So, jetzt haben wir das nächste Türchen. Türchen Nummer 8. Und da hatten wir drin einmal in Nein, das war in Goodiebooks Adventskalender von Ivy Aya, eine Handcreme. Finde ich auf jeden Fall mega interessant. Hatten wir ja jetzt auch was in der Box drin. Dann einmal im Flaconi Adventskalender den Catrice Brow Comp Design Pro Waterproof. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Am DMBU Adventskalender hatten wir einmal die Schokocreme. Bin ich auch gespannt drauf, anders kann ich es nicht sagen. Sieht auf jeden Fall mega lecker aus. Und die Gusterbox Adventskalender, die werde ich mir auf jeden Fall auch morgen gleich genehmigen. Die Vegans Granola Bites mit Schokolade und Banane. Die hört sich so lecker an. Dann hatten wir einmal im Action Adventskalender diesen Coconut Oil Lip Balm. Im Glossy Box Adventskalender den Fenty Beauty Lippenstift in dieser wunderschönen Farbe. Ich zeige ihn euch schnell. Genau, also so sieht die Farbe aus. Ist natürlich nicht für jeden was, verstehe ich aber auch. Genau, so ein schönes Braun. Dann hatten wir im Schoko Adventskalender einmal einen Mond drin. Dann im IKEA Adventskalender, glaube ich, war das drin.
einmal so ein Schokoladenhäufchen, genauso wie im Aldi-Adventskalender. Im Lidl-Adventskalender hatten wir eine goldene Kugel dieses Mal. Im Lookfantastic-Adventskalender hatten wir von Yves Lorme die Creme. Die habe ich aber schon, deswegen wandert die auf jeden Fall zu eurem Gewinn hierhin. Genau. Und im Sephora-Adventskalender, da bin ich mega gespannt drauf, weil die Marke finde ich so interessant, habe aber noch nichts davon, von Laneige, die Water Sleeping Mask. Genau, und im Lose-Adventskalender hatte ich wieder nichts. Und ich habe wieder gemerkt, dass ich euch gestern nicht gezeigt habe, was ich hier drin hatte. Und zwar habe ich heute einmal, es will leider nicht fokussieren, heute einmal so einen Eiszapfen drin gehabt, denke ich mal. Und gestern, muss ich bloß gucken, hatte ich einen silbernen Ohrring drin. Und im Kisu-Adventskalender hatte ich gestern goldene Ohrringe. Die sehen einfach so schön aus. Und heute eben einen Scrunchie in rosa. Sehr, sehr schön. So, ich sehe jetzt etwas fertig aus, weil ich von der Arbeit heimgekommen bin jetzt vorhin erst. Es ist schon 12:30. Ich gehe jetzt gleich ins Bett, weil ich sehr müde bin. Ich habe jetzt wieder gearbeitet für Dienstag. Genau, also das mein Littlebox-Video lädt gerade hoch. Morgen bringen wir mein Auto zum Richten. Dann kommt eine neue Scheibe rein, kommt der Steinschlag weg. Und ich denke, dass diese Woche auf jeden Fall die Xmas-Vlogs, beziehungsweise der Xmas-Vlog ein bisschen kürzer wird, weil ich eigentlich die ganze Woche über Spätschicht habe, bis auf Mittwoch. Und da komme ich meistens nicht viel zu drehen, weil das ist meistens so. Schlafen, aufstehen, arbeiten gehen und wieder schlafen. Und dann geht es immer so weiter. Genau, ich zeige euch auf jeden Fall die Bestellung dann noch, aber das mache ich dann am Mittwoch, weil da habe ich Lager. Und das war es tatsächlich für heute. Heute war einfach nichts Besonderes. Wir sehen uns dann auf jeden Fall. So, heute muss ich leider mit dem Handy aufnehmen, weil das gestern leer geworden ist und ich habe es vergessen zu laden. Ja, Adventskalender habe ich geöffnet. Die Lose, das ist schon wieder da drin, weil ich eine zweite Chance hatte. Dann hatten wir einmal im Schoko-Adventskalender einen, ich denke, es ist ein Kasperl. Dann im Aldi-Adventskalender einmal so ein, ja, nennt man das, ich weiß nicht, so ein Schokostück mit Cornflakes oder Nüssen. Und im Ikea-Adventskalender auch. Im Lindt-Adventskalender hatten wir wieder so eine Lindor-Kugel. Dann im Maxi-Moore-Adventskalender ein Augenbrauen-Gel. Ein Wintermüsli im DM-Bio-Adventskalender. Ich denke, das werde ich mir gleich machen. Dann im Flaconi-Adventskalender hatten wir einen EOS. Ich weiß gar nicht, was das für einer ist. Steht das drauf? Nein, steht nur Lippenbalsam drauf, genau. Dann einmal mega cool im Sephora-Adventskalender einen Tarte-Eyeliner. So cool. Den Tartist. Da steht bloß Liquid drauf, Tartist. Double Take Eyeliner. Ach, das ist sogar ein doppelter Eyeliner. Ist ja cool. Muss ich jetzt fast gucken. So. Hä? Ach, das ist eine Spitze zum Rausdrehen, oder? Ja. Einmal. Drehen wieder rein. Und dann gucken wir auf die andere Seite, was da ist. Da ist diese Spitze. Ist ja cool. Einmal zum Rausdrehen und einmal eine Filzspitze. Also ich würde sagen, das ist für einen Eyeliner und das würde ich als Kajal dann hernehmen. Das ist echt cool. Dann hatten wir einmal in die Guste Box Adventskalender Zitrone-Hustenbonbons, auch mega gut. Dann einmal von Goodie Box Adventskalender bei Shan Chiuyeli One Size, das sind Socken, finde ich auch mega cool. Dann hatten wir im Glossybox Adventskalender von Neutrogena Hydro Boost 2-in-1 Hydrogel Tuchaugenmasken. Und im Look Fantastic Adventskalender einmal Ready Steady Glow Daily AHA Tonic von Ren. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Und im Schmökerbox Adventskalender von Jenny Fagerbund 24 gute Taten. Boah, die sieht so cool aus. Ich lese es euch wieder vor. Feste Liebe auf schwedische Art. In Stockholm geht es auf Weihnachten zu. Das Fest, das Emma, Inhaberin eines kleinen Geschenkladens, mehr als alles andere auf der Welt fürchtet. Seit Niklas ihre große Liebe vor 2 Jahren bei einem Autounfall an Heiligabend ums Leben kam, vergräbt sie sich in ihrer Trauer. Als Emma aber eines Tages einen alten Mann im Schneesturm nach Hause bringt, merkt sie, wie gut ihr es tut, anderen zu helfen. Das bringt sie auf eine Idee. Sie entwickelt ihren ganz eigenen Adventskalender. Jeden Tag eine gute Tat. Ein Projekt, durch das sie sich selbst wiederfindet und vielleicht sogar eine neue Liebe. Das ist cool. Das wird mir bestimmt gefallen. Das hört sich auf jeden Fall mega gut an. Da freue ich mich schon drauf. Und das war auf jeden Fall das Ganze heute. Also ich finde, waren schon gute Türchen. Kann mich nicht beschweren. So, wir hatten einmal im Schmückerbox Adventskalender die Sticker, Booklove, Sticker, Booklover und so weiter. Also so Buchsticker. Dann einmal im Sephora Adventskalender hatten wir von Christoph Robin Aloe Vera. Ich glaube, ist das eine Bodycreme? Nein, Melting Mask, Hydrating Melting Mask. Ja, da bin ich gespannt drauf, hört sich interessant an. Dann im Degustabox Adventskalender Ragusa, keine Ahnung, Classic. Das sind so Nussteile, ich war da, sieht man sie.
solche Nussteile. Bin gespannt, kenne ich nicht. Sind auf jeden Fall aus der Schweiz. Werde ich aber jetzt dann nachher gleich vernaschen. Genauso wie den Oblatenlebkuchen von DM Bio. Oh, ich liebe Lebkuchen. In Action Adventskalender hatte ich dann einmal den Lippenstift drin. Dieses wahnsinnig satte Rot, wenn ich ihn rausbekomme. Sieht auch wahnsinnig matt aus. Also wenn der so matt ist, wie er jetzt hier wirkt, dann wäre es natürlich cool. Dann einmal Schoko Adventskalender. Das ist, was ist das? Was soll das darstellen? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Dann, also ich glaube, dass Ikea und Aldi echt wahnsinnig gleiche Brillen drin haben. Also bis jetzt war es immer so, dass die fast gleich ausgesehen haben. Hier haben wir mal so eine schwarze. Ich hoffe, ihr könnt sie sehen. Die ist, glaube ich, aus dem Ikea Adventskalender und die ist aus dem Aldi Adventskalender. Genau, dann aus dem Lidl Adventskalender einen kleinen Goldbären. In meinem Los hatte ich tatsächlich endlich mal, also gestern hatte ich ja eine zweite Chance und heute hatte ich 4 Euro drin. Liegt bloß das Papier da. So, dann hatten wir einmal im Flaconi Adventskalender eine Maske, da bin ich auf jeden Fall mega gespannt drauf. Hört sich sehr interessant an, Avocado und Shea Butter. Dann einmal von Starskin die Dream Kiss Plumping and Hydrating Maske. Die habe ich allerdings schon, deswegen wandert die zu euch, zu eurem Gewinn, weil ich sie nicht zweimal brauche. Also ich habe sie tatsächlich noch drüben. Genauso wie in eure Box wandert der Diego Dalla Palma 01 Kajal. Den habe ich nämlich schon. Der war letztes Jahr, glaube ich, in dem Kalender drin. Auf jeden Fall habe ich den schon. Und deswegen wandert der auch in euer Gewinnspiel. Und den behalte ich. Der ist so flauschig. Einmal von Pure Ally ein Scrunchie. Der war in der im Glossy Box Adventskalender drin. Mega cool. Sehr schön. Ah ja, und das war im Goodiebox Adventskalender drin und der war im Look Fantastic Adventskalender drin. Genau. Also so sieht meine Ausbeute heute aus. Wir hatten heute noch einen Silberohrring in dem Schmuck Adventskalender und im Kisu Schmuck Adventskalender hatten wir, muss ich jetzt selber suchen, genau, den Ring hier. Ich hoffe, ihr könnt den sehen. Das ist eben so ein Ring, der... Es will nicht fokussieren. Fokussiere. Ja, hier seht ihr es, der so gewoben ist und oben eben ein Steinchen hat. Sieht mega süß aus. Genau. Und, ja, das war's für heute. Hallo, wir sehen uns wieder. Es ist ein neuer Tag, beziehungsweise, ja, gestern habe ich euch den Kalender gezeigt, aber sonst auch nichts, weil es gestern einfach nicht hingehauen hat. Ihr wisst ja, ich bin zum Autohaus gefahren und habe mein Auto abgegeben. Ja, ich habe ein Leihauto bekommen, also so an das Eyesight, also dass das Auto selbst Gas gibt und wieder bremst und auch an Automatik und so weiter kann man sich schon ganz schön gewöhnen und es geht einem auch ab, wenn man es nicht mehr hat. Ja, ich bin froh, dass ich es jetzt hier wieder habe, denn ich hatte ja einen Steinschlag direkt auf Augenhöhe auf der Fahrerseite, ständig im Blick und das ist natürlich nervig und das habe ich jetzt machen lassen. Zahlt ja die Versicherung, nur Selbstbeteiligung muss ich zahlen, das ist jetzt Gott sei Dank gemacht, aber jetzt habe ich ein Problem, fahre heute heim, ich bin natürlich tagsüber habe ich das Auto geholt und jetzt ist es dunkel, wo ich heimgekommen bin. Meine Innenbeleuchtung geht nicht. Also mein Mann guckt sich jetzt an, er glaubt, dass es bloß die Sicherung ist, dass sie das vielleicht rausgetan haben, als sie die Scheibe gewechselt haben und das nicht mehr reingetan haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht meine Innenbeleuchtung nicht mehr. Man kann sie nicht anschalten. Wenn die Tür aufgeht, geht sie nicht auf. Und normalerweise, wenn ich mein Auto ausschalte, also den Motor ausschalte, geht automatisch schon das Licht an. So in der Art, ja, ich steige gleich aus, brauche jetzt Licht. Ja, mal gucken, was da rauskommt. Bin gespannt. Morgen habe ich auf jeden Fall noch was Cooles, wo ich mich sehr freue, denn ich habe gewonnen. Jetzt mittlerweile schon 3-mal, aber das erzähle ich euch alles morgen, weil es ist heute schon zu spät, es ist jetzt 12:15, um 12:30 kommt mein Mann und ich muss noch duschen gehen. Ganz dringend. Und das schaffe ich dann natürlich nicht alles. Das zeige ich euch. So, jetzt musste ich leider mein Handy holen, denn mein Osmo, bei meinem Osmo ist die Speicherkarte voll und ich will die jetzt nicht, beziehungsweise ich konnte jetzt nicht leeren, bevor ich duschen gehe. Was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte euch ja das Tier zeigen. Es ist einiges. Das Einzige, was ich euch jetzt sage, ich zünde den Fuchs da an. Den zeige ich euch jetzt kurz. Ohne, dass ihr den Rest schon seht, beziehungsweise ich glaube, die Sachen, die daneben sind, die habt ihr schon gesehen. Ich habe den Fuchs gekauft. Blende euch natürlich ein Foto bzw. Video ein. Ja, den habe ich gekauft und muss sagen, Respekt an meine Post, denn bei mir kam so eine Kerze, das ist so eine Kerze wie diese zwei hier. Die habe ich ja auch von Juwelkerze, einmal die Katze und einmal die Eule und die kommen bei so vielen kaputt an. Ich muss sagen, also Respekt an meine Post, die und die hier.
Ja, jetzt habt ihr schon zwei Sachen gesehen. Die kommen bei mir heil an. Ja, da bin ich auch sehr froh. Genau, und diese wird jetzt angezündet. Beziehungsweise jetzt dann, wenn mein Mann da ist. Der liebt nämlich auch Kerzen tatsächlich. Der brennt sie mehr als ich, muss ich zugeben. Und gehe ich dann duschen. Danach gibt es erstmal für heute nichts mehr. Ich warte, bis mein Mann kommt. Ich habe ein Bier gekauft. Wir trinken Bier. Ich muss zugeben, ich war auch bei Mackie, aber das hatte auch einen Grund. Aber das sage ich euch auch morgen. Es ist einfach zu spät. Ja. So, dann kommen wir zu Türchen Nummer 10. Ihr seht das hier schon? Leider nicht. Einmal die Lose. Dann haben wir einmal drin im Aldi Adventskalender wieder so ein schön gestaltetes Pralinchen. Im IKEA Adventskalender einmal diese Praline. Und im Schoko Adventskalender einen Schlitten mit Geschenken drauf. Im Lind Adventskalender hatten wir eine goldene Kugel dieses Mal. Im DM Bio Adventskalender, mega lecker, hatten wir Bananenchips. Und im Degustabox Adventskalender hatten wir den Yogi-Tee. Für die Sinne pure Erfrischung mit Pfefferminzöl, Grausminzöl und Ingwer mit ätherischen Ölen. Muss ich mal gucken. Ich frage meine Mama, ob sie da was will, aber ich glaube, sie mag Ingwer nicht. Ja, wenn nicht, dann werde ich ihn behalten, weil mein Mann mag auf jeden Fall sehr gerne Ingwer. So, dann hatten wir im Flaconi Adventskalender einmal den Alessandro Nagellack. Den packe ich zu eurem Gewinnerpaket, zu dem Rest hier, weil ich den schon habe. Dann hatten wir einmal die wunderschöne Spange, das habe ich schon mal im Adventskalender-Unboxing gesagt, wo ich die Hälfte ausgepackt habe. Hätte es nicht gebraucht, also die ist nicht schön. Die ist überhaupt nicht schön. Wenn ihr die wollt, dann packe ich die euch mit rein. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn nicht, werde ich sie selber behalten. Aber schön finde ich die nicht. Vielleicht findet die einer von euch schön. So, dann hatten wir im Sephora Adventskalender einen Sephora Liquid Lipstick, denke ich mal. Brilliant Cream Lip Shine. Also ist eher ein Lipgloss, denke ich mal. In der 03 Move Spirit. Dann im Glossybox Adventskalender, mega cool, den Real Techniques Pencil Sculpting Brush. Habe ich mich sehr gefreut. Im Max & More Adventskalender den passenden Lip Liner zu dem Lippenstift, den wir drin hatten. Dann auch mega cool im Look Fantastic Adventskalender das The Ritual of Sakura Celebrate Each Day Body Scrub. Genau, das Body Scrub, davon habe ich tatsächlich noch nicht getestet, freue ich mich auf jeden Fall. Ich liebe auf jeden Fall den Duft. Mein Neffe riecht irgendwie ein bisschen danach, tatsächlich, habe ich festgestellt. Mein ganz kleiner Neffe, der ist jetzt 3 Jahre alt und der hat tatsächlich denselben Geruch wie diese Reihe. Deswegen mag ich den so gerne. Ja, und dann hatten wir noch mega schön ein Tea Towel, also ein Geschirrtuch im Schmückerbox Adventskalender. Das ist so schön. Das ist fast zu schade zum Hernehmen. Könnten wir fast als Tischdecke hernehmen. Also mega schön. Da freue ich mich sehr darüber. Ja, und das war Tag Nummer 10. Jetzt haben wir dann fast die Hälfte erreicht. Ah ja, und fast wieder vergessen. Hier hatten wir einmal einen Mond drin. Es will nicht fokussieren. Jetzt einmal einen silbernen Mond. Und im Kisu Adventskalender hatten wir einmal einen Irkaff in Silber. Auch sehr schön. In Silber habe ich tatsächlich noch keinen. Ich habe einen in Roségold und auch schon in Gold, aber nicht in Silber. So, hallo. Und wir sehen uns endlich wieder. Ich habe jetzt endlich Zeit. Eine halbe Stunde. Kann ich mit euch reden? Werde ich aber natürlich nicht machen, weil sonst wird das Video wieder so lange. Ja, ich hatte gerade Arbeit. Von 14 Uhr bis 22 Uhr, es ist jetzt 23.45 Uhr, um Viertel nach, beziehungsweise 20 nach oder auch halb, halb eins kommt dann mein Mann nach Hause. Und jetzt habe ich eben noch Zeit, dass ich mit euch ein bisschen quatsche, euch das zeige, was ich eigentlich euch schon lange zeigen will, aber bis jetzt nicht dazu gekommen bin. Genau. Update zu meinem Auto. Die Scheibe funktioniert, aber ich habe das Auto geholt. Und ich habe es natürlich am Tag geholt und dann bin ich gestern Abend von meinen Eltern nach Hause gefahren. Das war natürlich stockduster. Normalerweise, wenn ich meinen Start-Stopp-Knopf drücke, also Motor an- und ausschalten, geht das Licht schon an. Ist nicht gegangen. Dann habe ich versucht, das oben zu verstellen. Ist nicht gegangen. Habe es versucht, manuell einzuschalten. Ist alles nicht gegangen. Mein Mann hat dann es heute auch nochmal angeguckt und auch hinten das Licht nochmal probiert. Ist auch nicht gegangen. Meine ganze Innenbeleuchtung geht einfach nicht. Also ich weiß nicht, ob sie da vergessen haben, was einzustecken. Müssen wir auf jeden Fall gucken. Hab dann gleich angerufen in der Autowerkstatt. Die hat dann gemeint, dass ich gleich vorbeikommen soll. Was aber nicht gegangen ist, weil ich da gerade erst aufgestanden bin. Das wäre mir zu stressig geworden. Hab gesagt, das wäre mir lieber nächsten Montag. Da habe ich Lager, da kann ich auch mal kurz weg, wenn es wäre. Die Zeit, die hänge ich einfach hinten dran. Das ist nicht so schlimm. Ja, und deswegen muss ich da jetzt leider wieder in die Werkstatt fahren. Leider. Ja, hilft aber nicht. Ja, sonst Samstag werden wir auf jeden Fall Haare färben. Ich zeige euch mal meine Haarfarbe, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Und zwar verwende ich diese hier. Die ist mega schön. Von Schwarzkopf Brillanz
Brillance extra, Diamantglanz nach Behandlung 872 ist das, das Tief, Intensivrot, nicht Tiefrot. Genau, Intensivcolorcreme ist das. Und da brauche ich natürlich zwei für meine Haarlänge. Logisch. Und sonst steht heute nicht mehr viel an. Ich trinke auf jeden Fall mein Bier leer. Ja, ein Bier hat 7 Punkte, aber auch das kann ich mir leisten, wenn ich mit dem Essen spare. Und das Bier ist tatsächlich von gestern. Ich habe es angefangen und dann bin ich eingeschlafen. Ich war so fertig. Ich war bis 3 Uhr morgens wach und ich konnte einfach nicht mehr. Jetzt stehe ich genau gegen das Licht. Ich sehe das, meine Haut ist wieder leider nicht so schön. Aber ich war den ganzen Tag arbeiten. Ja, und ich will euch natürlich jetzt zeigen, was ich gekauft habe. Dazu muss ich aber erstmal hier Licht machen und ich denke im Wohnzimmer auch. Das war nicht das Wohnzimmer. So, jetzt. Genau. Und dann drehe ich euch um. So, und das ist jetzt die ganze Pracht. Das zeige ich euch danach. Das ist die ganze Pracht, die ich bei Juwelkerze bestellt habe. Man meint es nicht. Das gehört auch nicht dazu. Ich habe einmal bestellt die Unicorn-Kerze und die Fox-Kerze. Wie gesagt, viele hatten das Problem, dass die kaputt ankamen, war aber bei mir Gott sei Dank nicht so. Die riecht nach, ja, Kinderpunsch würde ich jetzt sagen, und die riecht sehr süßlich, ein bisschen nach Mauern, finde ich. Und ich weiß gar nicht, welche Kerzen ich euch schon gezeigt habe. Auf jeden Fall habe ich noch eine Igelkerze mit einer Igelkette und die riecht auch wahnsinnig toll nach Zimt. Dann einmal die Cozy and Lazy, aber die werde ich nicht behalten, die werde ich tauschen. Dann einmal, ich glaube, die habe ich euch schon gezeigt, die von Steph D, diese Kerze. Die glaube ich, habe ich noch nicht gezeigt. Das ist die Hello Winter. Ach, die riecht noch von ja, nicht ganz. Vanille und ein bisschen frisch, finde ich. Vanille und ein bisschen frisch. Bisschen schwer zu definieren. Genau, und meine Gratiskerzen sind jetzt auch alle da. Zwei, die habe ich schon weggeräumt, die habe ich euch aber schon gezeigt. Und zwar einmal die Dagi-Kerze und einmal die, was war die andere? Die Eleganz-Kerze, aber die werde ich tauschen. Die sind jetzt hier drin. Und die Cozy, die muss noch weg. Genau. Die Springtime, die habe ich euch, glaube ich, schon gezeigt. Beziehungsweise It's Spring Feelings heißt die. Riecht nach Blumen. Dann einmal Magical Winter. Ich glaube, das ist mit Ring L. Die muss ich auf jeden Fall noch tauschen. Die passt mir gar nicht. Dann einmal Make a Wish. Die habe ich schon. Aber die ist mega gut. Und da sind auch echt schöne Schmuckstücke drin. Dann die Sweet Surprise. Sweet Surprise, da sind Ohrringe drin und eine Weihnachtskerze, die werde ich auf jeden Fall behalten. Und dann die Ich liebe dich, das ist auch mit Ohrringen. Ja, mal gucken, bleibt auf jeden Fall dran. Vielleicht werde ich diese hier verlosen, weil die habe ich schon und Ohrringe habe ich auch schon genug. Und hier sind ja auch nochmal Ohrringe drin und da ist meistens so in der Art dasselbe Schmuck drin wie in der Ich liebe dich. Also auf jeden Fall dranbleiben. Jetzt habe ich auf jeden Fall wieder genug Kerzen. Ich glaube, die Badebombe, die habt ihr noch nicht gesehen. Das ist eine, beziehungsweise ein Hase, der mega frisch riecht und es sieht auch echt süß aus, fast zu schade, um zu verwenden. Und da ist eben auch Osterschmuck drin. Das ist die die Osterbadebombe. Aber die wollte ich jetzt einfach haben und die habe ich noch zum Aufstocken hergenommen, dass ich die Gratiskerze noch bekomme. Deswegen hat es schon gepasst. Und diese werde ich auf jeden Fall, also die Fuchs, die werde ich euch zeigen, weil die stelle ich jetzt rüber. Die wollte ich eigentlich gestern schon rüberstellen, habe ich aber leider nicht mehr geschafft. Und dann habe ich ja einmal Cleanie eingekauft. Und zwar ist das eine Eco-Putzmarke. Das Prinzip finde ich mega gut. Da gibt es jetzt mittlerweile schon mehrere Firmen, die dieses Konzept machen. Und zwar immer dieselbe Flasche, nur die Tabletten nachkaufen, was ich sehr gut finde, weil es natürlich Plastik einspart. Wir haben hier einmal die Flasche mit Glasreiniger. Also das ist das Starter-Set jetzt. Das war runtergesetzt um, ich weiß nicht wie viel, auf jeden Fall um einiges runtergesetzt, 20% oder so. Dann einmal den Badreiniger und auch einmal den Allzweckreiniger und dazu waren dann jeweils zwei Tabletten dabei. Genau, also hier seht ihr, das ist der Badreiniger, das ist der Glasreiniger und dann haben wir noch den Allzweckreiniger. Genau, und dann habe ich mir noch gestern geholt, ja, ich war bei McDonald's, aber nur weil es die Socken gab, die gab es nämlich zu 20 Chicken McNuggets dazu. Ich wollte die unbedingt haben, die sehen so cool aus. Ja, und dann zeige ich euch das, was hier unten ist. Denn es ist auch wahnsinnig interessant. Und zwar habe ich bei Gewinnspielen mitgemacht. Also ich veranstalte nicht nur selber gerne Gewinnspiele, sondern ich mache auch wahnsinnig gerne mit. Und vor allem an Weihnachten, weil es so viele Gewinnspiele gibt. Letztes Jahr, glaube ich, habe ich nichts gewonnen. Doch einen Brotkorb von Kerrygold, glaube ich. Ja, und dieses Jahr, ich habe angefangen mit den Gewinnspielen und gleich am ersten Tag habe ich zwei Gewinne eingeheimst tatsächlich. Und jetzt sogar noch einen dritten vor, ich glaube, 2 Tagen. Der ist aber noch nicht da, das sage ich euch noch nicht dazu, aber es ist auf jeden Fall eine Schminkmarke und eine wahnsinnig tolle und wahnsinnig teure Schminkmarke. Deswegen bleibt da auf jeden Fall dran, das werde ich euch
Ja, ich weiß nicht, ob es die Woche noch kommt, aber wenn nicht, zeige ich es euch auf jeden Fall nächste Woche. Aber ich zeige euch den Gewinn jetzt schon mal. Und zwar das erste, was ich gewonnen habe, ist einmal von einer Therme, Nova Therme Hotel Köflach. Das ist in Österreich ein 4-Stunden-Tag. Tagesticket, nein, ein 4-Stunden-Ticket für die Therme. Da freue ich mich so mega drauf. Und wir wollten tatsächlich nächstes Jahr auf Österreich, auf Wien und dort Ziesel, glaube ich, heißen die, angucken. Und das könnten wir halt dann verbinden. Natürlich, wenn das jetzt mit Corona nicht mehr so schlimm ist. Sonst fahren wir natürlich nicht rüber. Aber da habe ich mich mega gefreut, weil das Ticket kostet auch 22 Euro irgendwas. Also ein Ticket. Das ist ja auch nicht wenig Geld. Und dann habe ich noch von World of Sweets. Also das war direkt die Firma, wo ich das gewonnen habe. Und dann habe ich noch bei World of Sweets was gewonnen. Und zwar einmal ein Lindt-Paket mit diesem wunderschönen Teddy. Und ihr werdet es nicht glauben, wir haben gestern geguckt, was so die Sachen kosten, was ich gewonnen habe. Der Bär, also die Kuscheltiere von Lindt, die sind anscheinend mega exklusiv und die, wenn ausverkauft sind, dann gibt es sie einfach nicht mehr. Und wenn man die Kuscheltiere neu kauft, kosten sie schon 50 Euro. Und der wird, das ist eine ältere Version, der wird auf jeden Fall schon für mehr gehandelt. Also alleine der Bär ist eigentlich schon mega viel wert. Da werde ich auf jeden Fall, ich werde den natürlich nicht hergeben, ich hätte den auch so behalten. Ja, aber ich werde auf jeden Fall darauf auch geben, weil der anscheinend mega exklusiv ist. Den gibt es nicht mehr tatsächlich. Mega cool. Dann gab's dazu noch einmal Lindt-Teddy-Paket. Das sind verschiedene kleine feine Doppelmilchcreme in Vollmilchschokolade drin, eben mit diesem Bärenmuster. Und zwar sind das 100 Gramm. Habe ich mich auch mega gefreut. Dann gab's dazu noch eine Lindt-Mischung. Also das sind, denke ich, verschiedene drin. Huch. Und ich liebe Lindt. Also ich kann euch nur sagen, ich liebe Lindt. Da sind 101 Gramm drin. Und was ist da drin? 4x Mini-Teddy, 12x Mini-Kugeln in 3 Sorten. Alpenvollmilch, Doppelmilch und Nusscreme. Alpenvollmilch-Schokolade, Vollmilch-Schokolade mit verschiedenen Füllungen. Ja, da freue ich mich auch mega. Ich liebe diese Kügelchen, aber das sind immer so teuer. Und dann war noch drin, hier ist auch so cool und so riesig, ein 200 Gramm Teddy mit einer wunderschönen Kette. Und das Kätzchen, das ist echt schön, seht ihr das? Mit einem Weihnachtspulli, der ist so cool. Da habe ich mich so gefreut und das passt natürlich alles mega zusammen. Und wie gesagt, Lindt-Sachen sind ja echt wahnsinnig teuer. Ich habe mich so gefreut. Und auch wenn der dritte Gewinn jetzt dann kommt, ich bin so gespannt drauf. Ich weiß, dass der auf jeden Fall auch wahnsinnig viel wert ist. Und da, ich freue mich einfach. Ich nehme das auch nicht für selbstverständlich. Ich mache tatsächlich seit 3-4 Jahren mache ich jedes Jahr bei vielen Gewinnspielen mit, wenn es Weihnachten wird. Und ein paar Mal habe ich schon was gewonnen. Ja, ab und zu gewinnt man halt nichts. Aber da muss man halt Geduld haben. Es lohnt sich tatsächlich. Also für mich hat es dieses Jahr auf jeden Fall gelohnt. Und man freut sich halt. Man freut sich, wenn man die Benachrichtigung kommt, dass man was gewonnen hat. Ich glaube, ihr kennt das, wenn ihr schon mal bei mir was gewonnen habt. Das ist einfach ein tolles Gefühl. Ich werde das Ganze jetzt auch unter den Baum legen, weil ich habe es gewonnen und ich will es unter den Baum legen. Ja, und so zeige ich jetzt schnell ein paar Geschenke, aber das werdet ihr noch nicht sehen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen. Ja. So, wir kommen zum nächsten Adventskalender-Türchen. Wir hatten einmal im DM Bio Adventskalender die Vollmilchschokolade mit Zimtkaramell. Die werde ich mir auf jeden Fall gleich genehmigen noch. Im normalen Adventskalender hatten wir ein Geschenk drin. Dann, ich glaube, die haben denselben Pralinenhersteller. Das war gestern im IKEA Adventskalender drin. Heute ist es im Aldi Adventskalender. Im IKEA Adventskalender hatten wir dafür diese, ich würde sagen, das ist eine Schokomandarine. Und im Lindt Adventskalender hatten wir wieder so eine goldene Kugel drin. In die Gusterbox Adventskalender, ich habe mich so gefreut, von Ena Bio Dinkelkugeln mit Vollmilchschokolade. Ach, die werde ich mir auf jeden Fall später noch genehmigen. Mega lecker. Im Los hatte ich tatsächlich eine zweite Chance drin, deswegen liegen hier bloß die Enden. Dann hatten wir im Sephora Adventskalender mega cool. Ich liebe diese Handdesinfektions-, Handreinigungsgele. Die hatte ich jetzt schon ein paar Mal in Boxen drin. Und Mercy Handy, die haben so tolle Düfte, so wahnsinnig tolle Düfte. Und das ist jetzt das Hand Cleansing Gel Magic Diamonds, genau. Und die sind echt wahnsinnig gut, die kann ich euch empfehlen. Und die
halten sehr lange, auch wenn sie nicht sehr groß aussehen, aber man braucht nicht viel davon und es riecht so wahnsinnig gut. Dann haben wir einmal im Flaconi Adventskalender das Nivea Double Effect Augen-Make-Up-Entferner, also der Augen-Make-Up-Entferner. Finde ich sehr gut, weil ich habe noch keinen Augen-Make-Up-Entferner, also keinen, der mir gefällt und deswegen freue ich mich, den testen zu dürfen. Im Look Fantastic Adventskalender hatten wir auch was sehr Interessantes drin und zwar 10 Look Super Glow Hyaluronic Self Tan Serum. Also ein Serum, das ein bisschen Bräune verleiht. Es hört sich interessant an. Werde ich vielleicht mal testen in meiner Tagescreme drin. Aber erst, wenn es wieder sonnig wird. Dann hatten wir einmal im Glossybox Adventskalender das Fix and Rouge Hydra Matte Pore Correct Velvet Cream. Hydra Pore. Ja, muss ich jetzt gucken. Ist es ein Primer oder? Pore Correcting Velvet Touch Smooth Matte Cream. Steht jetzt aber nicht drauf. Hat auf jeden Fall einen matten Effekt, Vitamin A, C und E. Ja, und Salicylsäure und soll die Poren eben minimieren. Und Hyaluronsäure lang anhaltend mit Feuchtigkeit versorgen. Wie gesagt, muss ich mich informieren, ob das ein Primer ist oder nicht. Ich weiß es jetzt tatsächlich nicht, aber es sieht auf jeden Fall wieder mal wieder wie alles von Fix & Rouge mega schick aus. Dann hatten wir im Action Adventskalender einmal diese wunderschönen Glitzersteinchen, mit denen ich wahrscheinlich nichts anfangen kann. Aber okay. Dann hatten wir einmal im Goodiebox Adventskalender von MCO Beauty was drin und zwar diesen wunderschönen Lippenstift in der Farbe Tiki. Und an was erinnert euch diese Form? Schreibt es in die Kommentare. An was erinnert es euch? Ja, sieht wie eine bekannte Marke aus auf jeden Fall. Ich werde es sehr gerne verwenden, bin schon sehr gespannt drauf. Und es ist eindeutig mein absolutes Highlight im Schmökerbox Adventskalender. With Filter, ein Fotobuch. So toll, da werde ich mir auf jeden Fall ein schönes Fotobuch zusammenrichten. Ich packe euch das mal aus. Und zwar sieht es so aus. Mega schön. Und dann hat man da so Filter dran. Also Filter drin, die man eben dann auf die Fotos packen kann. Ich zeige das euch mal hinten drauf. Also so sieht es, so soll das dann aussehen. Also das Foto ist eigentlich ohne dieses Party People und dann kann man das einfach so drüber legen und das sieht dann halt mega cool aus. So cool. Ach, das werde ich super gerne machen. Ich finde das mega. Und so sieht es eben aus. Man kann dann noch was dazu schreiben und hier die Fotos eben reinmachen. Das ist toll. Das ist so eine tolle Idee. Ach, das gefällt mir. Also da werde ich mir auf jeden Fall ein wunderschönes Fotobuch zusammenstellen und in Ehren halten. Wahnsinnig tolle Idee, Schmökerbox-Team. Wahnsinnig tolle Idee. Ja, und das war tatsächlich ein sehr erfolgreicher 11. Tag, würde ich sagen. Ach ja, und wieder fast vergessen, im 6 Adventskalender hatten wir einmal, ich versuche zu fokussieren, es will nicht, ja, einmal so ein machteckig, 1, 2, 3, 4, 5, sechseckig, einmal so ein sechseckiges Ohrring. Sechseckiger Ohrring und einmal für diese Ohrringe sozusagen Anhänger und zwar mit so Perlen dran. Sieht auch mega schön aus. Ich hoffe, dass die etwas fokussieren. Mega schön. Schon Plätzchen gebacken? Ja, habe ich schon. Die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Muss ich auf jeden Fall auch noch machen. Hallo und willkommen zu Tag 11 im Dezember, also 11. Dezember ist heute. Die Kalendersachen, die habt ihr ja schon gesehen. Und ihr habt mir ja auch gerade gesehen, wie ich die Geschirrspülmaschine gemacht habe und überhaupt die Küche allgemein. Ich hatte heute auch wieder Spätschicht. Ich sehe auch ganz schön fertig aus. Hatte wieder Spätschicht. Kurz vor Schluss kam noch ein Einsatz rein, aber dann war die Nachschicht Gott sei Dank schon da. Denn wir haben tatsächlich auch schon 10 Minuten früher angefangen, weil da auch schon ein Einsatz kam. Ja, und ich bin heimgekommen, es ist Post gekommen. Und zwar 2 wunderbare Päckchen. Goodiebox, ihr könnt es sehen. Aber die machen wir natürlich nicht auf, die mache ich extra auf. Und ich zeige euch bloß hier, wenn man es sehen kann. Und mein nächster Gewinn ist da, den zeige ich euch dann jetzt gleich.
den machen wir miteinander auf. Genau, ich muss bloß gucken, dass man eben meine Adresse nicht sieht unbedingt. Ich hoffe bloß, dass alles heil ist, weil, ja, ihr seht es hier, die ist ganz schön zusammengestaucht. So, man sieht schon ein bisschen was. Gut zugeklebt auf jeden Fall. Immer noch eigentlich nur, weswegen ich das nicht aufbekomme. Geh weg. So. Ich habe bei Benefit gewonnen. No, ich habe mich so gefreut. Und die packen wir jetzt natürlich miteinander aus. Einmal diese wunderschöne Tüte hier. Ich versuche sie rauszunehmen. Gar nicht so einfach. Oh je. Da haben wir diese wunderschöne Tüte hier. Sieht schon schön aus. Ein kleiner Knick, aber egal. Und hier sind die ganzen Sachen drin. No. Und wir fangen an mit eins nach dem anderen. Das erste, was ich habe, ist hier einmal ein Mäppchen. Sogar. Ach, das ist ein durchsichtiges Mäppchen. Ah. Und zwar ist es von, jetzt ist die Marke leider verdeckt, ich kann es euch nicht zeigen, aber wir haben noch mehr Sachen von denen, die. Ach, hier steht es, wenn es fokussiert. Joe and Judy. Genau, habe ich einmal dieses durchsichtige Mäppchen. Ist ja mega cool. Durchsichtiges Mäppchen kann ich auf jeden Fall brauchen. Wie gesagt, ich studiere jetzt dann Pädagogik im Rettungswesen, haben mich nämlich einige gefragt. Da müssen sie es nicht extra in die Kommentare schreiben. Ich studiere Pädagogik im Rettungswesen, weil ich ja Notfallsanitäterin bin und in meinem Beruf bleiben möchte und deswegen dieser Studiengang. Dann habe ich schon mal ein schönes Mäppchen dafür. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir hier etwas in einem, ich denke, Umschlag. Oh, mit einem Herzchen drauf. Ist ja mega süß. Hier haben wir den Projektplaner. Now is the time to turn dreams into reality. Mega cool. Hier Name, Adresse und so weiter. Wem das gehört. Und hier einmal Projekt. Wann das fertig sein muss und so weiter. Schön. Also das werde ich auf jeden Fall auch fürs Studium aufheben. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hat man eben auch immer so Seiten so zum Schreiben und die verschiedenen Projekte. Ist natürlich nicht schlecht, das kann ich fürs Studium sehr, sehr gut gebrauchen. Und ich habe nachgeguckt, wie viel das kostet. Also ich glaube, dass das 9 Euro gekostet hat, wenn ich mich nicht alles täusche. Das Mäppchen muss ich auch nochmal nachschauen. Ich glaube aber auch 9 Euro. Dann habe ich noch bekommen von der gleichen Marke auch wieder Joe and Judy einen Kalender für 2021. Der sieht so schön aus. Design the Life You Love. Genau. Oder Design the Life You Love. Nein, the Live You Love, glaube ich. Das ist ein DIN A5 Kalender. Kann ich natürlich jetzt auch super brauchen für mein Studium. Und der kostet stolze 29 Euro. 29 Euro. Das würde ich mir so tatsächlich nicht kaufen, aber das sieht so mega schön aus. Auspacken tue ich ihn jetzt aber noch nicht. Dann haben wir noch etwas Kleines von Joe and Judy. Und zwar einen kleinen Kalender. It's the little thing in life. Genau, das ist eben so ein kleiner Kalender, wo man was reinschreiben kann für unterwegs. Und auch der kostet stolze 9 Euro. Man möchte es nicht glauben. Aber die sind auch wahnsinnig schön gestaltet, die Teile. So schön. So schön. Und es war es noch nicht. Es gibt noch einen Stift. Der kostet 9 Euro. Einen goldenen Stift. Werde ich auch nicht kaufen für 9 Euro. Aber auch mega schön. Ballpen Gold. Werde ich sehr, sehr gerne verwenden. Der sieht so hochwertig aus. Dann habe ich noch dazu bekommen ein Washi Tape. Und zwar for you. From the heart. Sending some love. Fand ich auch mega schön. Das kostet 3,50 Euro. Steht sogar drauf. Ich weiß nicht, steht dann hier auch drauf, was das kostet? Ja, 9 Euro. Hier unten steht's 3,50 Euro. Aber ich glaube, hier steht's nicht drauf. Nein. Okay. Und dann kommt hier, die Nachricht. Laughter is the best cosmetic. Liebe Raffaela, viel Freude mit deinem Gewinn. Deine Bene Babes. So cool. So cool. Ich habe mich so gefreut, denn ich habe noch einen Hula Bronzer. So cool. Und ich habe bis jetzt bloß die kleine Version, weil die große, die kostet natürlich 35 Euro. Und das ist mir ein bisschen zu teuer. Und jetzt habe ich ihn einfach mal so gewonnen. Ich meine 35 Euro. Einmal einen Bronzer in Originalgröße. Einmal einen Precisely My Brow Pencil. Aber was ist das für eine Farbe? In der Nummer 3 Warm Light Brown. Also gerade passt die auf jeden Fall zu meinen roten Haaren. Und die färbe ich natürlich auch morgen, habe ich ja gesagt. Deswegen auf jeden Fall perfekt. Ich glaube, da haben die auch drauf geguckt. Und
die Roller Lash Mascara. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die habe. Muss ich jetzt tatsächlich schauen. Aber wenn, dann glaube ich, habe ich sie hier hinten bei dem neuen Zeug drin. Aber ich glaube, die habe ich noch nicht. Ja, also hier sieht es auf jeden Fall schlecht aus. Muss ich gucken. Jetzt hebe ich sie erstmal auf. Und dann kann man immer noch... Ich weiß, dass ich auf jeden Fall den Eyeliner habe. Aber ich glaube, die Mascara habe ich noch nicht. Die wäre dieses Mal in der Benefit-Box gewesen. Die habe ich mir aber nicht gekauft. Ja, und es ist tatsächlich alles, was ich gewonnen habe. Drei Originalgrößen von Benefit, die alle miteinander eigentlich so gut, ich glaube, 80, 90 Euro kosten, so um den Dreh. Und dann das Ganze, wie gesagt, der Kalender kostet 25 Euro, das kostet 9 Euro, das kostet 9, nein, das kostet auch, glaube ich, 29 Euro. Das kostet 9 Euro, der kostet 9 Euro, das Washi Tape 3,50 und das Mäppchen, da muss ich jetzt tatsächlich nochmal schauen, was das Mäppchen kostet. Googeln wir jetzt gemeinsam, ich zeige das euch. So, Joey and Judy. Hier ist das Ganze, wenn es laden will. Und dann gucken wir Schreibwaren, Schreibtischutensilien nehmen wir. Da ist es bestimmt drin. Tasche. Ach ja, das ist das Stiftmäppchen Gold. Ich dachte, das ist das. Nein, das kostet 16 Euro. Es ist eine andere Tasche. Und zwar die durchsichtige. Hier ist sie, die kostet sogar noch mehr. Und zwar ist das die transparente Tasche. Kostet 18 Euro statt 16 Euro. Ja, das ist teuer. Also haben wir einen Gesamtwert von fast 200 Euro. Fast 200. Mega begeistert. Ich freue mich so, ich freue mich so. Also diese Gewinne, ich freue mich auch immer, wenn ich irgendwas Kleines gewinne, wie jetzt zum Beispiel die Gutscheine für den Eintritt für 20 Euro. Da habe ich mich auch mega gefreut. Dann habe ich mich über die Schokolade gefreut. Über den Bären habe ich mir gedacht, ein schöner Zusatz. Als ich dann erfahren habe, dass der schon so mega teuer ist und jetzt noch das Paket, das hat sich dieses Jahr echt gelohnt. Also ich rate euch, mach bei den Gewinnspielen mit. Ich mache beim Benefit-Gewinnspiel, das ist in Instagram, da mache ich immer mit. Und das Lind-Gewinnspiel, da habe ich in Facebook mitgemacht. Und auch das Thermen-Gewinnspiel war in Facebook. Es lohnt sich, bei diesen Gewinnspielen mitzumachen. Ihr seht es ja, es lohnt sich. Sonst wird heute nicht mehr viel passieren. Ich gehe jetzt ins Bett, beziehungsweise ich habe mir noch einen Kaffee gemacht, lege mich jetzt ins Bett und schaue Videos, bis mein Mann kommt. Es ist eh schon wieder 23:30, das heißt, er ist bald da. Und schminkt mich ab, denn ich sehe echt fertig aus. Mein Lippenstift ist eh schon fast weg. Werden wir vielleicht noch eine Folge The Mandalorian anschauen? Haben wir welche? Das wollte ich euch noch zeigen. Eins muss ich euch noch zeigen. Denn ich habe die Kerze ausgepackt und heute zünde ich sie endlich an. Ich habe es gestern wieder nicht gemacht. Ich zeig's euch schnell. So, hier ist die putzige Kerze. Sie da hier an. Ich glaube, ich muss sie so seitlich hinstellen. Oder ist das vorne? Machen wir es so. So ist es schön. Genau. Einmal den Fuchs hier und den zünden wir jetzt schön an, damit es nachher schön duftet, wenn mein Mann reinkommt. Und die riecht nach Zimt. Ja, auch mega nach Zimt. Und ich wollte euch zeigen, was mein Mann zum Nikolaus bekommen hat. Er liebt Baby Yoda und jetzt habe ich ihm den Baby Yoda gekauft. Der ist so cool. Der schläft sogar, wenn man ihn hinlegt. Der ist so putzig. Genau, und wir gucken eben auch gerade in den Mandalorian. Haben wir jetzt angefangen, nachdem ich Alex das geschenkt habe. Ja. Mega süß. Also wir gucken jetzt die Serie, seitdem ich ihm das geschenkt habe. Und das ist echt, man hört ihn immer noch, voll putzig. So putzig. Ich habe es extra vorbestellt. Das war im Februar aus Australien. Jetzt gibt's ihn bei uns. Hätte ich bei uns jetzt auch kaufen können. Aber egal. Und das habe ich ihm geschenkt. Und zwar am Arsch vorbei geht auch ein Weg. Denn mein Mann hat ein bisschen damit ein Problem, dass er sich viel zu viele Gedanken um andere macht und nicht so um sich selbst. Und deswegen habe ich mir gedacht, passt das perfekt, das ja, Geschenk. Und ich werde das auf jeden Fall jetzt auch unter den Christbaum stellen. Oh, ich freue mich jetzt immer noch. Also da bin ich echt wahnsinnig froh. Hab mich so gefreut, als die mir, ich glaube, das war sogar am Sonntag, als ich im Bett gelegen bin, oder Montag vor der Arbeit, als die mir geschrieben haben, dass ich das gewonnen habe. Ja, und jetzt ist es da. Ja, und ich rede schon wieder 15 Minuten, es ist schon wieder viel zu lang. Ich höre jetzt auf. Nein, ich höre noch nicht auf. Ich habe das Gewinnspiel für euch, bevor wir weitermachen. Und zwar habe ich mich jetzt dazu entschieden,
dass ich diese Kerze an euch verlosen werde. Das nächste X-Mess-Gewinnspiel. Zuerst habe ich mir gedacht, ich verlose die an euch, aber das ist mit Ring L und mit Größen, das ist wieder so ein bisschen doof. Deswegen verlose ich die Ich liebe dich an euch. Könnt ihr vielleicht auch weiterschenken, einfach für jemand anderen bei der Verlosung mitmachen. Da sind Ohrringe drin und ich denke mir, Ohrringe können auf jeden Fall mehr brauchen wie Ringgröße L. Deswegen könnt ihr auf jeden Fall diese Kerze gewinnen. Und ich meine, die hat einen Wert von auf jeden Fall irgendwas mit 20 Euro, 21,95 oder 26,95 und hat wunderschönen Schmuck drin. Was ihr dazu tun müsst, einfach Hashtag Juwelkerze, Hashtag Xmas und natürlich einen Daumen nach oben da lassen, natürlich einen lieben Kommentar schreiben, nicht nur die Hashtags. Ich freue mich über jeden Kommentar und ja, Abonnent meines Kanals sein und dann könnt ihr diese wunderschöne Kerze gewinnen. Schaut auf jeden Fall in den anderen Xmas-Vlogs vorbei, denn auch da gibt es tolle Gewinnspiele und schaut auf jeden Fall in den nächsten Xmas-Vlogs vorbei, denn auch da wird es tolle Gewinnspiele geben. Sage ich jetzt Tschüss und wir sehen uns dann morgen, weil da mache ich auf jeden Fall das Kräutersalz für meine Mama und Haare färben tun wir noch, da nehme ich euch auch mit. Also, Tschüss. So, hallo, ich sehe etwas aus. Ja, ich bin jetzt aufgestanden. Ich bin in meinem Zimmer-Outfit, denn heute wird nicht viel passieren, außer dass ich zu Hause bleibe. Ich habe den Adventskalender auch schon geöffnet, liegt alles hier hinten auf dem Tisch. Aber das zeige ich euch gleich. Jetzt muss ich erst meinen Grillkäse reintun. Da wollte ich euch zeigen, was das für einer ist. Aber ich glaube, das habe ich eh schon. Ich mache mir jetzt gerade von Grillido den weniger Fettkräuter, mehr Geschmack Grillkäse. Grill- und Ofenkäse. Genau, den habe ich euch ja gezeigt. Den habe ich bei Weight Watchers gekauft und den will ich jetzt testen. So sieht das Ganze jetzt aus und es kommt in den Ofen 15 Minuten und alle 3 Minuten muss ich den wenden. Deswegen machen wir das gleich. Okay, Google, Timer auf 3 Minuten. Zweiter Timer für 3 Minuten und so. Es geht los. Kaffee wird auch gemacht in meiner schicken Lieblingstasse. Und jetzt zeige ich euch, was im Kalender drin war. So, Tag Nummer 12, der Adventskalender. Wir haben einmal mal wieder leider nicht, also bei dem habe ich irgendwie kein Glück. Mein Papa, der hat 2 Kalender und der hatte schon so viel Glück, aber ist halt so, da ärgere ich mich jetzt nicht. Dann hatten wir einmal im Degusterbox Adventskalender von Mutti ein Tomatenmark, dreifach konzentriert. Kann man auf jeden Fall immer brauchen. Im DM Bio Adventskalender hatten wir 2 Weihnachtspunschtee, beziehungsweise Winterpunschtee. Bin am überlegen, ob ich mir den gleich mache oder ob ich den mit meinem Mann heute Abend trinke. Ich denke, den trinke ich mit meinem Mann heute Abend. Hebe ich noch auf. Dann hatten wir einmal im Schoko-Adventskalender ein Glöckchen. Im Aldi-Adventskalender ein, was auch immer das darstellen soll. Und im Ikea-Adventskalender eine Stange. Und im Lindt-Adventskalender hatten wir so eine Schokokugel. Und ich habe gestern die aus dem Degusterbox-Adventskalender diese Knusperkugeln gegessen. Die waren so lecker. Hätte ich noch eine Packung verdrücken können. Dann im Goodiebox-Adventskalender hatten wir von Sandstone den Eyeliner-Kohl. Den werde ich jetzt dieses Mal behalten. Das ist nämlich wieder ein Kohl-Kajal, denke ich. Weil ich euch ja schon einen reingepackt habe. Ja, genau. Weil ich euch ja schon einen reingepackt habe und ich glaube, mit 2 könnt ihr eh nichts anfangen. Dann behalte ich einen oder guck, ob den jemand von meiner Familie brauchen kann. Dann hatten wir im Action Adventskalender, die finde ich mega schön, die Farbe, von Max & More. Das ist ein Liquid Lipstick. Und die Farbe ist so schön. Also der, wenn gut ist, wäre es natürlich gut. Ja, logisch. Vom Flaconi haben wir einmal von Catrice den Matte Lip Artist. Also dieses Mal ist es sehr lippenlastig. Das ist eine, ja, eher dunklere, so braun-rötliche Farbe, würde ich sagen. Dann im Look Fantastic Adventskalender war ein Illa Mask Lipstick drin. Ich liebe Illa Mask, das wisst ihr. Da freue ich mich so. Das ist die Farbe hier. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja, ein bisschen dunkler als die von Action, aber mega schön. Dann im, das war jetzt im Glossybox Adventskalender, hatten wir die Matte Mask Hair Mask Sculpt Treatment and Miracle Shampoo 3 in 1. Genau, einmal das. Und das duftet auf jeden Fall schon mega gut raus. Dann hatten wir im, ja, Schmückerbox Adventskalender, ein Notizheft, Chroniken der laufenden Ereignisse, Notizbuch, Surkamp, genau, Notizbuch, Surkamp, Taschenbuch, genau, und da kann man eben Sachen reinschreiben, da steht jetzt, ups, da steht nichts drin, aber cool, Notizbuch kann man immer brauchen. So, jetzt muss ich den Käse das erste Mal wenden, das war ein Kampf, okay, aber jetzt ist er gewendet und mein Favoritenprodukt für heute, okay, neben dem Illa Mask, den liebe ich auch, einmal von Benefit der 24-Hour Brow Setter. Habe ich mich natürlich auch mega gefreut. Ja,
Und dann hatten wir, dieses Mal vergiss ich's nicht, im Schmuck-Adventskalender einmal bei der Kisu so kleine Ohrringe, so ganz kleine, finde ich auch mal sehr schön. Und im Six-Adventskalender, da hatten wir was drin, das hat mir jetzt nicht so gefallen. Das ist einmal so ein Dreieck gewesen. Das ist jetzt tatsächlich nicht so mein Geschmack. Ich gucke, dass das fokussiert. Ja, ist jetzt nicht so meins. So, und ich werde jetzt auf jeden Fall dann meinen Grillkäse genießen, meinen Kaffee und ein bisschen Video schauen und auf jeden Fall meinen Osmoladen, denn ich will ja heute noch Haare färben und ich will noch das Kräutersalz machen und da brauche ich natürlich meinen Osmo aufgeladen. Also bis später. So, hallo und willkommen zurück. Ich sehe immer noch sehr fertig aus. Meine Haare sind... Ja, ich habe zwar Trockenshampoo reingetan, aber die sehen nicht so gut aus. Aber ich habe gesagt, ich gehe nicht mehr duschen, bevor ich meine Haare färbe, weil das keinen Sinn macht, zweimal zu duschen. Ich meine, Wasser kostet ja auch Geld. Ja, und eigentlich wollte ich erst Haare färben, dann Salz machen und dann mein Video bearbeiten. Aber mein Mann spielt jetzt noch mit seinem Neffen, also mit unserem Neffen, am Computer. Und deswegen mache ich jetzt dabei was anderes. Also ich mache es jetzt so, ich mache jetzt erst das Salz. Dann fange ich schon mal an, das Video zu bearbeiten, weil das dauert tatsächlich immer sehr lange. Letztes Mal bin ich bis 4 Uhr morgens dran gesessen, weil ich so spät angefangen habe. Deswegen mache ich das heute auf jeden Fall früher. Mag mein Mann natürlich auch nicht, wenn ich da bis 4 Uhr früh rumsitze, anstatt dass ich ins Bett komme. Ja, und hier steht auf jeden Fall schon mein Monsieur Cuisine bereit. Ich habe jetzt nochmal, ihr seht hier, von meiner Mama nochmal 4 Gläser bekommen, da sie ein bisschen mehr machen will, deswegen auch nochmal Salz gekauft. Die Kräuter dürfen nochmal reichen. Dann fange ich schon mal an, das Video zu bearbeiten. Tue schon mal alles rauf, was ich schon habe, aber da ich euch natürlich beim Haarefärben auch noch mitnehme, tue ich das dann später mit dazu. Das ist jetzt kein Problem. Nebenbei läuft ein Film und zwar Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel auf Netflix. Ja, das Rezept schreibe ich euch auf jeden Fall unten rein. Und nächste Woche machen wir, wie gesagt, den Kinderriegellikör. Aber jetzt könnt ihr erstmal zuschauen, wie ich das Salz mache. So, das ist Kräutersalz Furie 1, riecht auf jeden Fall schon mega lecker. Das fülle ich jetzt in die Gläser ab und dann kommt die nächste Furie. So, die erste Ladung ist fertig. Hier habe ich jetzt den Aufkleber drauf, obwohl die ein bisschen besser passen, aber es hilft jetzt nicht. Genau, da kommt dann eben drauf, für wen es ist. Für, von... Und da mache ich jetzt noch den Rest und dann, jo. So, und auf geht es. Ich freue mich schon. Es ist soweit. Wir färben die Haare. Ich zeige euch nochmal die Farbe. Das ist von Schwarzkopf, das Brilliance, keine Ahnung. 872 Intensivrot. Mega schön. Und ihr seht es ja, meins ist eher jetzt, ja, oben kommt das Dunkelblond schon nach. Und das andere ist jetzt eher braun als rot. Deswegen habe ich gesagt, muss ich jetzt auf jeden Fall nochmal nachfärben. Vor allem kurz vor Weihnachten. Und das mache ich auf jeden Fall jetzt mit meinem Mann. Und ich habe mich schon bewaffnet mit meinem Kamm. Habe mir ein anderes Oberteil angezogen, das dreckig werden darf. Und ja, ich freue mich. Ja, ich muss mir noch ein Handtuch suchen, das dreckig werden darf. Mein Mann hilft mir auf jeden Fall. Und da bin ich sehr froh drum. Ich ziehe mir auf jeden Fall noch Handschuhe an. Mein Mann bekommt die hier raus. Aber ich mag unsere Handschuhe lieber. Ja, genau.
So, ich hoffe, ich habe alles erwischt. Aber das werden wir am Schluss jetzt erst sehen. Ich werde auf jeden Fall Flecken am Gesicht haben, aber lieber zwei Tage Flecken, die wo dann weggehen, als danach eine Stelle, die noch raus scheint. Und das lassen wir jetzt einwirken und dann waschen wir das Ganze aus. So, und ich bin jetzt fertig mit dem Haare färben. Ihr seht es da schon ein bisschen. Wollte euch eigentlich noch zeigen, wie die Haarfarbe aussieht, aber ehrlich gesagt, es ist so spät. Ich mag nicht mehr. Ich mag einfach nicht mehr. Mein Mann fragt schon, wann ich ins Bett komme. Und deswegen, wenn ihr sehen wollt, wie es aussieht, dann schaltet nächste Woche auf jeden Fall ein zu meinem nächsten Christmas-Vlog. Ich beende auf jeden Fall dieses Video, weil ich bearbeite jetzt gerade schon dieses Video, das ihr jetzt gerade anschaut. Und wünsche ich auf jeden Fall einen wunderschönen dritten Advent und auf jeden Fall nächste Woche am Montag, Mittwoch und Freitag einschalten, denn da bringe ich, geht mein Wecker, denn da bringe ich 3 Videos online. Wie gesagt, ich muss mit meinen Videos nachkommen. Und Sonntag eben der nächste Xmas-Vlog, wo es auf jeden Fall auch wieder vielleicht ein Gewinnspiel geben wird. Mal gucken. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder vorbeischaut. Schönen Tag, Kopf nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.